Manchmal kann ein Gartentag zu einem echten Abenteuer werden. Wie in diesem wilden Kleingarten an der Havel. Hier wohnen Ringelnattern, meist extrem scheu und schwer zu beobachten. In diesem kleinen Teich aber jagen sie ganz unbekümmert. Also für mich sind das natürlich immer total tolle Naturbeobachtungen, Tierbeobachtungen, die unheimlich spannend sind. Und ich könnte den ganzen Tag am Teich sitzen und beobachten. Dass sie mit Schlangen zusammenlebt, beunruhigt Mareike Fedders nicht. Stattdessen tut die begeisterte Naturgärtnerin alles, um die für Menschen ungefährlichen Schlangen anzuziehen. Zum Beispiel mit einem Schlangenbruthaufen. Im Mai filmte Mareike Fedders die Nattern bei der Paarung in den Brennnesseln. Daraufhin legte sie einen Bruthaufen an, mit Ästen als Grundlage und verrottetem Material darüber. Denn Ringelnattern lassen brüten. Eigentlich ist es einfach nur ein Komposthaufen. Was die Schlangen zum Brüten ihrer Eier benötigen, ist Kompostwärme. Aber man muss ein paar Kleinigkeiten beachten. Also es sollten keine Bestandteile von Nadelbäumen mit dabei sein im Kompost. Das soll man rauslassen. Auch Eichenlaub oder zum Beispiel die Blätter von Kirschlorbeer sind schlecht geeignet. Das kompostiert einfach schlecht. Und ansonsten mischt man einfach einen richtig guten Kompost auf. Rasenschnitt und Stroh, Pferdeäpfel und fertiger Kompost sind optimal für den Haufen. Die Äste erleichtern es, den Schlangen später ins Innere zu kriechen. Jetzt heißt es warten, bis die Nahrung der Ringelnattern groß wird. Kaulquappen. Jedes Jahr laichen Knoblauchkröten im Teich. Und dieses Jahr sind es besonders viele Quappen. Das Besondere an dem Nachwuchs der Knoblauchkröten, sie werden riesengroß. Jetzt, 2 Monate später, sind sie extrem attraktiv für die Ringelnattern. Es scheint so, als wenn die Ringelnattern sich ganz besonders angezogen fühlen von den Knoblauchkröten-Kaulquappen. Sobald die eine gewisse Größe haben, wimmelt es in unserem Teich von Ringelnattern, und die leider Jagd auf die Kaulquappen machen. Aber alles hat seine Berechtigung und wir freuen uns, beide zu sehen, beide Tiere hier zu haben. Immer wieder schlängeln sich die Nattern ins Wasser und erbeuten neue Quappen. Der ewige Kreislauf des Lebens. Ein Naturspektakel, das nur wenige Gärten bieten.